Guten Morgen, herzlich willkommen zu Teil 3 der Ayurveda Serie. Heute werden wir mal praktisch und bestimmen anhand von 30 Fragen, die ich nach meiner Erfahrung für besonders wertvoll erachte, eure Konstitution innerhalb des Ayurvedas, mit der ihr dann genau wisst, auf was ihr in eurem Leben achten müsst, wo ihr euch konstant zum Beispiel falsch ernährt oder wo die Ursache psychologischer Probleme liegt. Bei der Beantwortung der 30 Fragen, die jetzt folgen, könnt ihr jederzeit mit der Leertaste eurer Tastatur die Fragen anhalten und auch mal darüber nachdenken. Am besten ihr nehmt euch einen Zettel und macht einen Strich für A, B oder C. Die Fragen sind häufig genau wie die Antworten nicht klar und auch mehrdeutig. Nehmt einfach das, wo ihr am besten euch fühlt mit der Antwort. Manchmal trifft auch eventuell keine Antwortmöglichkeit zu. Auch da das wählen, was euch intuitiv am ehesten zusagt. Gar nicht so die Begriffe sehen, sondern auf euer Gefühl hören. Ihr werdet beim Beantworten eventuell bald eine Tendenz zu einem Buchstaben erkennen und diese dann in den Folgefragen auch priorisiert behandeln wollen. Das ist natürlich und bewahrt euch eine gewisse Das ist natürlich, aber bewahrt euch eine gewisse Objektivität. Es gibt nicht wenige Menschen, die zwei Konstitutionen gleichermaßen in sich tragen oder Tridosha, alle drei. Also vom gesundheitlichen Aspekt ist es auch gar nicht so verkehrt, ne? Also denkt nicht, dass ihr irgendwie einen Buchstaben haben müsst. Aber einige haben doch ganz klar eine Tendenz zu erkennen und sind eins dieser drei Doshas dominiert bei ihnen. Und das kann man anhand dieser Fragen wirklich sehr, sehr gut erkennen. Ich würde euch bitten, wenn ihr fertig seid mit der Umfrage, die Umfrage, die in den Infokarten auftaucht, auch dann zu beantworten. Dort bitte lediglich das Dosha angeben, was bei euch dominiert. Wenn ihr eine Mischung von zwei oder von drei Doshas zu gleichen Teilen habt, dann bitte einfach Mix anklicken. Nicht nichts oder nix, sondern Mix. Ich wünsche euch viel Freude und Spaß mit dem Test, der doch einiges an Zeit gekostet hat, um ihn zu erstellen. Ab geht's. Die Fragen sind übrigens aus meiner persönlichen Erfahrung mit dem Thema und zwei Büchern zusammengestellt, wobei ich nicht alle Fragen aus den Büchern genommen habe, weil sie
entweder meiner Meinung nach nicht korrekt wiedergegeben werden oder einfach im Widerspruch zu den Erfahrungen stehen, die mir mein langjähriger Ayurveda Berater, dem ich zu 100% diesbezüglich vertraue, anvertraut hat. Aber trotzdem möchte ich die beiden Bücher unten auch verlinken, weil sie sicher einen durchaus fundierten Einstieg ins Thema Ayurveda geben, als wenn man irgendwelche Infos kurz aus dem Internet rauszieht. Aber nochmal, der beste Weg, sich mit Ayurveda vertraut zu machen, ist einen erfahrenen Ayurveda Berater zu suchen, der entweder idealerweise in Indien oder Costa Rica aufgewachsen ist und auch wirklich ein Gefühl für das Ayurveda entwickeln könnte. Bitte geht nicht zu deutschen Ayurveda Beratern, die irgendeinen Kurs gemacht haben. Das Wissen, was ihr da vermittelt bekommt, das könnt ihr euch viel einfacher anlesen mit einem Buch. Viel mehr ist das nicht, was da rauskommt. Ich habe die Erfahrung schon gemacht. Ausnahmen gibt es natürlich, aber das sind Menschen, die auch bereits jahrzehntelang praktizieren in Deutschland oder in der Welt, aber die sind Deutsche sind. Aber der Overflow an Beratern mit irgendwelchen Zertifikaten an der Wand, was wir derzeit in Deutschland erleben, das ist einfach die totale Luftblase. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, spart Euch das Geld und sucht lieber so lange, bis ihr jemanden gefunden habt, der sich wirklich damit auskennt und der Erfahrung hat. Und nein, ich kenne mich nicht damit aus und will ja nichts verkaufen, das lasse ich anderen machen. Also ich habe für mich ein sehr gutes Gefühl entwickelt für Ayurveda, sodass ich das beurteilen kann, ob jemand gut oder nicht gut ist. Aber ich coache selber nur das, wovon ich auch wirklich überzeugt bin, dass ich genügend Erfahrung verfüge, um auch mich in andere hineinzuversetzen zu können. Und ja, und beim Ayurveda ist das nicht der Fall. Ich habe nur in 3 Teilen die Basics des Ayurvedas und dessen Bedeutung inklusive eurer eigenen Konstitution euch dargeboten und nun könnt ihr im Gegensatz zum Durchschnittsdeutschen die Begriffe Ayurveda und Aloe Vera gut voneinander trennen und damit seid ihr schon mal im Vorteil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe ihr hattet ein paar Erkenntnisse und etwas Freude. Bis morgen, Euer Christian. Tschüss.